Willkommen zurück hier nach der kurzen Pause bei Mass Effect 2. Nach unserem kleinen Alkohol-Desaster hier musste ich das Spiel eben kurz neu starten. Jetzt ist der Sound aber auch wieder da und wir können direkt weiter durchstarten. Wir haben uns hier ein bisschen die Kante gegeben. Ich stelle fest, mit meiner Spielweise entwickelt der gute Commander Shepard hier im zweiten Teil von Mass Effect doch einen leichten Hang zum Alkohol. Sollte der Kopierschutz jemals versagen, können Sie umsonst eine neue Kopie downloaden. Alkoholismus, das wollte ich sagen. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Da gab es ja dieses Geschäft mit den Fischen oder nach unten vielmehr. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir da hinkommen. Weil da gab es ja diese zwei Kroganer und jetzt weiß ich einfach nicht, was da irgendwie. Ich will ja gute Punkte sammeln, also gute Vorbildspunkte. Jetzt weiß ich einfach eben nicht. Nein! Oh, ich habe auf Laden gedrückt. Oh, das ist irgendwie bei mir immer so gerade irgendwie. Ich bin auch so ein. Peinlich. Gut, dann düsen wir hier nochmal hin. Oh, Mensch, ich habe ein Déjà-vu, als hätten wir schon mal die ganze Zeit irgendwie hier gerade eben gemacht. Tja, Mensch, ach, hi. Kommt mir das alles bekannt vor. Ja, Datenschutz, wenn der da Kopierschutz versagt. Ja, neue Kopie, umsonst. Ja, klar, alles kein Thema. Wir wollen aber jetzt hier runter und den Kroganern mal kurz was erzählen. Und deswegen wollte ich hier eben kurz speichern, weil ich will die guten Punkte sammeln, nicht die bösen. Deswegen will ich eben kurz gucken, was hier dann, Was wollen Sie? Warum interessieren Sie sich so brennend für Fische aus dem Präsidium? Weil es dekadent ist. Einen Fisch aus dem Präsidium zu essen, das wäre so, als ob man Shaira vögelt. Igitt, Ashari sind doch so glitschig. Wo willst du dich denn da ordentlich festhalten? Da hat er nicht ganz unrecht. Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische. Was? Habe ich doch gesagt. Wozu denn das viele Wasser, wenn man darin nichts Essbares unterbringt? Ich verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. Ah, gut, da haben wir dann die Erfahrungspunkte dafür gekriegt und 1000 Credits. Mensch, dafür kriegt man 1000 Credits? Und Vorbildpunkte, also haben wir doch direkt die richtige Wahl getroffen. Also, da sehen wir mal, mit der Wahrheit fährt es sich doch am besten. Und ich glaube, hier sind wir soweit fertig. Dann würde ich einfach mal sagen, Rapid Transit, wo können wir denn hin? Das ist das Dock. Landezone, Haupteingang zum Zerka-Bezirk. Die untere Ebene, Industriegebiet. Ich will mal zu den Docks. Ich will zu den Docks, bevor wir zum... Ach so. Okay. Okay, können wir uns schenken. Dann auf zum Präsidium. Ich dachte, da ist jetzt noch ein extra Dock, aber das waren schon die Docks. Naja. Oh, Cutscene. Shepard, willkommen zurück unter den Lebenden. Ich war nicht sicher, ob Sie meine Nachricht erhalten haben. Es ist lange her, Captain. Ich bin jetzt Ratsherr. Ich musste meinen Auftrag niederlegen, als ich Teil des Rats wurde. Ich bin froh, dass Sie da sind. Obwohl ich darauf gehofft hatte, dass der Rest des Rats bei diesem Treffen ebenfalls anwesend sein würde. Leider hören Sie nur selten auf mich. Manchmal frage ich mich, ob Odina nicht doch die bessere Wahl für dieses Amt gewesen wäre. Keiner hat behauptet, dass es leicht wird, aber ich kenne Sie. Sie sorgen dafür, dass Dinge erledigt werden. Danke für Ihr Vertrauen. Aber Odina würde wohl kaum zustimmen. Seiner Ansicht nach habe ich beim Umgang mit anderen noch viel zu lernen. Ich weiß noch immer nicht, warum ich herkommen sollte. Es wird seit Ihrer Rückkehr viel geredet. Manches davon ist offen gestanden ein wenig beunruhigend. Ich wollte Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Handlungsweise zu erläutern. Vielleicht brächten Sie den Rat dazu, die Dinge aus Ihrer Perspektive zu sehen. Aber Sie wollen sie nicht empfangen. Sie haben den vorherigen Rat beim Angriff der Sovereign auf die Citadel sterben lassen. Man ist der Ansicht, die Interessen der Menschheit wären Ihnen stets wichtiger als die Belange der Galaxie.
Die Gerüchte über Ihre Zusammenarbeit mit Cerberus waren dabei auch keine Hilfe. Was machen Sie eigentlich da draußen? Jetzt machen wir uns das zum Vorwurf, dass wir den Rat gerettet, dass wir den Rat haben sterben lassen. Ich hab's doch irgendwie geahnt, dass das vielleicht doch die falsche Idee gewesen ist. Naja, nun ist es passiert, nun können wir es nicht zurücknehmen und ich finde, Captain Anderson macht sich auch ganz gut als Ratsherr, von daher müssen wir damit leben, die Allianz ließ mich im Stich, ja, wir retten natürlich retten wir die Menschheit. Cerberus scheint die einzige Gruppierung zu sein, der unsere vermissten Kolonisten etwas bedeuten. Die Kolonisten haben mein Mitgefühl, Shepard. Aber sie sind hinaus in die Terminus-Systeme gezogen, um sich von der Allianz loszusagen. Wir können sie nicht beschützen, aber sie können es. Zumindest versuchen sie es. Und ich habe das Gefühl, dass hier noch mehr vor sich geht. Die Reaper sind wieder auf dem Vormarsch, aber nicht über die Geth, sondern über die Kollektoren. Sie stecken hinter den verschleppten Kolonisten. Die Kollektoren? Das hatten wir nie in Erwägung gezogen. Es gibt kaum Daten darüber. Sie schienen immer nur eine Randbedrohung zu sein. Wenn sie nur eine Tarnung für die Reaper sind, wäre das ein Hammer. Aber selbst das reicht womöglich nicht aus, um den Rat aus seiner Lethargie zu holen. Die anderen waren die letzten 2 Jahre damit beschäftigt, sich einzureden, dass die Reaper gar nicht existieren. Ich habe versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber das wollen sie gar nicht. Es ist viel praktischer, die Sovereign einfach als Kriegsschiff der Geth zu betrachten. Sind die blind? Was ist mit Vigil, der Proteaner VI auf Ilos? Die VI auf Ilos hat sich selbst abgeschaltet. Sie sind der Einzige, der mit ihr gesprochen hat. Genau wie Sie und Ihre Crew die Einzigen sind, die direkt mit der Sovereign gesprochen haben. Offiziell wurde die Existenz der Reaper als Mythos abgetan, den Saren verbreitet hat, um die Geth dazu zu bringen, ihm zu folgen. Wir kennen beide die Wahrheit. Und ich habe 2 Jahre lang dafür gekämpft, aber viel erreicht habe ich dabei nicht. Aufgeben Sie denen gar nicht ähnlich, Anderson. Ich habe nicht aufgegeben. Aber ich muss realistisch bleiben. Selbst als Ratsherr sind meine Möglichkeiten begrenzt. Es liegt an Ihnen, die Reaper aufzuhalten, Shepard. Ich kann Ihnen nur einen Titel anbieten, falls Sie ihn wollen. Ich kann Sie wieder in den Spectre-Status erheben. Ich gewinne damit zwar keinen Beliebtheitswettbewerb, aber Sie können das nicht verweigern. Ihr Titel wurde Ihnen nach Ihrem Tod niemals offiziell aberkannt. Außerdem sind Sie für die Menschheit nach wie vor ein Held. Und der Rat kennt die Risiken, Ihre Meinung einfach so zurückzuweisen. Ich nehme alles, was Sie mir geben können, alter Freund. Und wenn es von Ihnen kommt, ist es genauso viel wert wie beim ersten Mal. Die Zeremonie fällt kleiner aus und hat mehr Symbolcharakter, als ihr gut tut. Aber in manchen Kreisen hat der Titel immer noch Gewicht. Der Rest liegt an Ihnen. Ich halte Ihnen den Rücken vor dem Rat und der Allianz frei. Das dürfte nicht schwer sein, solange Sie in den Terminus-Systemen operieren. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Hoffentlich haben Sie nichts Unbedachtes getan, Ratsherr. Etwa ein Treffen mit dem Rat anberaumt. Das könnte zu ernsthaften politischen Konsequenzen führen. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Odina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Schönen Tag noch Ihnen beiden. Tut mir leid. Odina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Odina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. Wie lange hat es nach der Schlacht gedauert, hier alles wieder zum Laufen zu bringen? Wir sind noch mittendrin. Die Handelszentren und die am dichtesten bevölkerten Bezirke sind fertig. Aber mit der völligen Wiederherstellung ist erst in rund 5 Jahren zu rechnen. Aber die Keeper überraschen uns immer wieder. Als ob unsere Reparaturen sie stören würden. Wir stellen irgendein hässliches neues Teil auf und ein paar Tage später haben sie es wunderbar verschönert und integriert. Für schwere Bauvorhaben sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und ich habe keine Ahnung, woher sie die Ressourcen nehmen, aber ohne sie würden wir niemals fertig werden. Es überrascht mich, dass niemand erkennt, dass die Sovereign keine Technologie der Geth ist,
Wurde denn das Wrack nicht untersucht? Da gibt's nicht viel zu sehen. Überall auf der Station hat es Teile davon geregnet. Es herrschte Chaos und unzählige Spezies haben in den Bezirken ihre Toten gesucht. Wir haben so viel geborgen, wie wir konnten. Aber wegen der Keeper und nicht autorisierter Bergungen liegt heute weniger als die Hälfte von dem Ding vor. Außerdem wollen sie nicht zugeben, was die Sovereign war. Mein letzter Stand ist, dass wir immer noch Widerstandsnester bekämpfen. Hier und dort. Aber die sind zunehmend schlechter organisiert. Krieg kann man das schon lange nicht mehr nennen. Es ist eher eine Aufräumaktion. Ich würde sie noch nicht völlig vernachlässigen, aber relevante Verluste haben wir schon seit Monaten nicht mehr. Wenn ein ziviles Schiff ein Nest entdeckt, schicken wir eine Einheit und heben es aus. Sie sind für uns keine Schreckgestalten mehr, so wie früher. Ach ja, und jetzt eine sehr wichtigen Fragen. Wo ist denn unsere Herzensdame Ashley? Was ist nach der Zerstörung der Normandy aus Gunnery Chief Williams geworden? Operations Chief Williams ist noch immer bei der Allianz, aber sie hat eine Sondermission. Streng geheim. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht, solange sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Tut mir leid. Blöd. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern. Richtig? Vergessen Sie Udina und den Rat. Schließen Sie sich meiner Crew im Kampf gegen die Kollektoren an. Ich bin zu alt, um durch die Galaxie zu rasen. Und trotz aller Klagen habe ich hier eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Die Front, die gehört Ihnen. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Ja, das werden wir auf jeden Fall sein, Anderson. Das ist auf jeden Fall schön. Das ist doch hier eigentlich auch das alte Büro von Udina, oder nicht? Na, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist es schön, mit dem alten Freund wieder geredet zu haben. Der Anderson, das ist ja auch ein guter, ne? Den mögen wir ja. Also, ich mag den wohl. Ist eine schöne Figur. Ach, jetzt können wir hier direkt wieder runter. Gehen wir doch direkt wieder zu den Docks. Haben wir hier noch irgendwas zu erledigen? Tagebuch. Kollektoren aufhalten? Nö. Jetzt bleibt eigentlich nur noch der Warlord. Heißt, dann wollen wir doch da mal hindüsen, wa? Ab zur Normandy. Da legt die Normandy auch schon wieder ab. Hui. Elegant, elegant. Kann man nicht anders sagen. Elegant ist die Zitadelle ja schon. Und die Normandy erst recht. Ach ja, und ich werde schon wieder müde. Ja gut, ist ja auch schon 11:30 jetzt. Ich muss auch bald ins Bett. Wobei, morgen kann ich ein bisschen länger pennen, weil morgen... Ach, ist ja auch wurscht. Ja. Und ich muss ja noch bearbeiten. Die Tonaufnahmen, also die Kommentarspuren muss ich noch bearbeiten. Dann muss ich das noch rendern. Und neue Folgen muss ich noch hochladen. Und oh Gott. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Juhu, neue Nachrichten. Juppie. Ungelesene Nachrichten. Auswählen. Oh Gott, du Scheiße. So viele. Emily Wong. Sie leben? Wie konnten Sie Ihre Tarnung der letzten 2 Jahre fallen lassen, ohne Ihre Lieblingsreporterin ein Exklusivinterview anzubieten? Wenn Sie mal Zeit haben, reden wollen, sagen Sie mir Bescheid. Emily Wong. Ja, die Emily Wong, die ist cool. Die mögen wir ja wohl. Die können wir als gelesen markieren. Ein Geschenk aus Worten. Konsortin Shaira. Commander. Ich hatte schon befürchtet, mein Geschenk aus Worten habe Unrecht gehabt. Eine peinliche Vorstellung. peinlich. Doch nun teilen mir meine Kontakte mit, dass sie überlebt haben. Mit Freuden höre ich, dass ihre Reise weitergeht, obgleich ich spüre, dass sie einer noch tieferen Dunkelheit entgegenstreben. Bei im Kampf gegen Saren wurden nur sie geprüft, aber nun geht es um mehr als ihre eigene Stärke. Unternehmen sie alles, damit die Streiter an ihrer Seite mit klarem Geist und freien Herzen kämpfen. Machen sie es gut, Konsortin Shaira. Wer war denn das nochmal? Das war doch hier die Puffmutti.
Die Puffmutti aus dem ersten Teil, oder nicht? Um es erstmal ganz, ganz klar auszudrücken. Und hier freut sich noch jemand, dass dann hier auch der Garrus noch am Leben ist. Dr. Cole Michel. Lieber Commander Shepard, ich war erleichtert, als ich hörte, dass Sie am Leben sind. Die Nachricht von der Zerstörung der Normandy und der Gedanke an all diejenigen, die nicht mehr rechtzeitig von Bord kamen, hat mich schockiert und traurig gemacht. Ja, traurig, so traurig. Ich fürchtete schon, ich würde Sie oder Garrus nie wiedersehen. Ja, das ist so schlimm. Sie und er haben bei der Jagd auf Saren so viel dazu beigetragen, dass die Bezirke gesäubert wurden. Die Galaxie braucht mehr Menschen wie Sie. Und ich bin froh, dass Sie noch da sind, um all jene zu beschützen, die sich schon daran gewöhnt hatten, dass man sich auf Sie beide verlassen kann. Ja, ja, so ist das. Ist Garrus womöglich auch wieder bei Ihnen? Nach der Freude, dass Sie überlebt haben, habe ich mich gefragt, ob es ihn wohl an denselben Ort wie Sie verschlagen hat. Ich habe einige Nachrichten an seine offizielle Adresse geschickt. Aber Sie wussten ja, wie oft er seine Mail abruft. Ja, so gut wie gar nicht. Ich glaube auch sehr nicht, dass seine Nummer noch stimmt, weil er mich nie zurückgerufen hat. Dieser Schuft. Seine Kreuzzüge, seine großen Leidenschaften, bestätigen ihn immer. Ich weiß schon gar nicht, was Trauer, was ich hier sage. Beschäftigen ihn immer so sehr, dass alles und jeder andere dadurch verdrängt wird. Ja, selbst ich. Ich, Cole Michel. Schlimm sowas. Sollten Sie wissen, wo er sich aufhält, würde ich mich über ein Zeichen von Ihnen jedenfalls sehr freuen. Sie beide können mich auch besuchen, wenn Sie das nächste Mal in der Nähe der Zitadelle sind. Danke, Cole Michel. Gott, so zu reden geht extremst auf den Hals. Ach ja, da freut sich also die Cole Michel, die hatten wir im ersten Teil auch gerettet. Das war ja, glaube ich, damals, als wir das erste Mal auf Garrus getroffen sind. Und dann haben wir ihr auch noch ein bisschen bei Erpressungen geholfen, also sie vor Erpressung zu schützen und. Ja, ja, die gute Cole Michel. Schön auch mal wieder sowas zu hören. So. Und wir haben ja ein paar neue Upgrades. Jetzt können wir mal endlich mal ein paar Rohstoffe, die wir immer so gefarmt haben, mal verbraten. Endlich können wir es nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt hier, Durchschlag, ich will das haben. Er fordert ersten Stunde Schaden-Upgrade zum Freischalten. Schrotflinte Extra-Munition. Schadens-Upgrade. Das hab ich doch alles. Was haben wir hier? Biotischer Schaden. Das können wir machen. Zack. Und Panzerungs-Upgrades. Notfallschilde. Das können wir auch noch reinhauen. Wir haben ja ordentlich E-Zero. Und genau deswegen habe ich das immer so dauernd gefarmt. Damit wir es eben hier ausgeben können und dann mal ein bisschen protzen können. Auch das nehmen wir mit, erforschen wir. Und hier, Tech-Dauer, das nehmen wir auch noch mit, forschen wir. Haben wir hier noch irgendwas jetzt freigeschaltet? Nö. Da haben wir doch endlich mal ein bisschen was verbraten können hier und fortgeschritten. Na ja, gut. Das können wir alles noch nicht machen, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was verbraten können. Na, Halleluja. Morden, willst du reden? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Nicht jetzt. Weiß jetzt vermutlich, warum Kollektoren an Menschen interessiert sind. Moment. Nein, nur ein Herz. Kolgana haben zwei. Vergessen Sie's. Noch etwas? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Jo, wenn du nicht mit uns reden willst... Viel beschäftigt der Mann, viel beschäftigt. Gucken wir mal, ob Jacob nochmal mit uns reden will. Jacob, willst du reden? Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Wir sprechen später. Ja, ja, ist ja gut. Wenn du nicht mit uns reden willst, meh. Mimi. Nörgel. Für Sie, Commander. Ja, keine Nachrichten. Puh. Dann können wir jetzt mal eben kurz nochmal in den Mannschaftsquartieren das gute Essen abgeben und da mal nachfragen, wie das so ist. Ob das jetzt auch endlich mal hier was fördert, weil wir haben uns da ja hier echt einiges dafür was kosten lassen. Hört man noch was von euch? Nö.
Aber hier, komm. Commander, die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich find's ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Ja, da sind wir mit Essen doch eine Stufe aufgestiegen. Will ich direkt gleich mal investieren. 2 Punkte haben wir dafür gekriegt, Destruktor-Munition. Oh, wir benutzen eigentlich eher immer die Panzerbrechen, ne? Ja, wobei die ist eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt, Destruktor-Munition. Oder wir sparen auf die Kampfmeisterschaft. Das ist natürlich jetzt hier... Ich spare den lieber noch mal ein bisschen auf. Und schnack erst noch mal hier mit den anderen Leuten. Dr. Schack, was? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Nö. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Alles gut, alles gut. Hier, die will auch nicht so sonderlich mit uns reden. Vielleicht will Garrus ja nochmal mit... Rupert, an dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Ja, ja, reden Sie nur. Ey, Leute, ich habe euch jetzt super Essen besorgt. Echt mal. Oh, Gott. Da konnte ich gar nicht das Mikro so schnell hochklappen, wie ich da niesen musste. Ja, schieß mich doch tot. Shepard. Ich möchte nur reden. Sie was? Ich möchte nur reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Niemand will mit uns reden. Ich glaube, lassen wir das mit dem reden. Das lohnt sich dann auch einfach alles nicht. Ja. Dann würde ich sagen, einmal noch nach oben in unsere Kabine. Wir haben ja unseren süßen kleinen Hamster. Ein süßes kleines Hamsterchen. Jo, und wir haben hier auch ein paar Fische drin jetzt. Können wir auch mal füttern. Die müssen wir nämlich regelmäßig füttern, sonst kratzen die Viecher ab. Ja. Oh hier, guck mal da. Da ist der Hamster. Ja, da ist er. Ja, da ist der Kleine hier. Oh, bist du putzig? Und da ist er weg. Ja, komm raus. Komm raus. Ja, komm raus. Ja. Oh, habt ihr das gehört, dieses Kleine? Nochmal hören. Ja, oh, der Knuffi. Oh, hier unsere Raumschiffflottensammlung. Die macht sich da auch langsam. Haben wir jetzt, wir haben ja auch neue Rüstungsteile. Wir können ja mal nachgucken, ob sich hier irgendwas verbessert. Wir hatten jetzt den hier. Der sieht auch cool aus. Was bringt denn der? Schilde 10% regenerieren. Nachladezeit ihrer Kräfte um 5%. Erhöhter Kopfschaden. Ich glaube, ich nehme einfach mal hier wieder diesen Visor hier. Kopfschaden ist ja auch ganz cool. Was haben wir hier? Brustplattenpanzerung. Schilde beginnen sich um 10% zu regenerieren. Was ist das hier? Erhöhte Gesundheit um 5%. Auch nice. Erhöhter Nahkampfschaden, erhöhter Waffenschaden, erhöhte Schildstärke. Dann behalten wir das mal. Na nun, komm her hier. Dann machen wir das so. Ach, da haben wir nur die beiden hier. Dann behalten wir die. Bei Arm haben wir extra Munitionspack. Was bringt das? Erhöhte Reserve-Munitionskapazität um 10%. Und was hatten wir vorher hier drauf? Erhöhter Waffenschaden. Lassen wir auch mal drauf. Die Beine. Erhöhte Gesundheit um 10%. Erhöht Schilde, erhöht extra. Oh. Würde ich gerne alles haben, aber. Erhöht Gesundheit um 10%. Und was ist das? Erhöht Schilde um 8%. Erhöht Munitionskapazität um für schwere Munition um 10%, um 5%. Alles ganz cool.
das? Erhöhte Sturmlaufgeschwindigkeit. Das ist Blödsinn, das brauchen wir nicht. Ich hätte ja schon irgendwie doch ganz gerne das hier, erhöhte Gesundheit. Ja, aber... Schild ist auch ganz gut. Wie viel Gesundheit gab das jetzt? 10%? Ach komm, wir lassen das einfach mal bei den Schilden hier. Wobei, nee, komm, wir haben so viele Schilde. So, dann können wir jetzt die Farbe nochmal ändern. Ich wollte hier die Farbe noch ein bisschen ändern. Das ist das. Was nehmen wir denn da? Ein schönes Knallrot hier und die erste Farbe. Das ist das. Dann brauchen wir die Musterfarbe noch. Die muss ich noch ändern. Das ist lila. Aber Knallrot ist auch so wie so rot. Rot. Na, ich will das Muster behalten, dann muss ich die Farbe ändern. Rot und Gelb. Ja, hat ein bisschen was von Deutschlandflagge. Der Deutschlandanzug. Haben wir da nicht noch irgendwas anderes? Ja. Rot und Orange. Das Orange, das sieht gut aus. Haben wir hier nicht, können wir das Licht nicht noch irgendwie ändern? Ich will das Licht ändern. Geht nicht. Müssen wir bei Rot bleiben. Das bleibt doch nur blau. Konnte man das, glaube ich, erst in Mass Effect 3 ändern, die Farbe. Schade, ich hätte das gerne noch verändert. Dann nehmen wir das mal so. Haben wir uns ein bisschen hier ausgerüstet. Fische sind gefüttert. Ich meine, wir könnten auch mit der Kelly reden, dass sie uns die Fische füttert. Das probiere ich nochmal eben aus. So, auswählen. So, komm her, Kelly. Lass mal mit dir sprechen. Mordens Psychoprofil enthielt bereits eine Warnung für Hyperaktivität. Aber der ist ja wie ein Hamster mit Koffeinschock. Er wird ein überaus produktives Teammitglied sein. Wie auch immer. Was gibt's? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Gut, dann müssen wir halt einfach uns daran erinnern, dass wir die Fische immer füttern, sonst müssen wir die dauernd neu kaufen. Ja, und ich würde sagen, bevor wir uns jetzt aufmachen, den kroganischen Warlord oder was das war zu suchen, machen wir nochmal eine kurze Folgenpause an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es hier ein bisschen noch langweilig war, in der nächsten Folge gibt es dann garantiert wieder deutlich mehr Action. Aber auch solche Phasen werden wir ab und zu mal haben. Das ist halt der Rollenspielanteil im Mass Effect. Hier wird ja auch eine Geschichte erzählt und es gibt ja auch neben der Story noch viele schöne kleine Sachen zu entdecken. Die werden wir natürlich auch, also ich versuche sie alle mitzunehmen, damit wir auch möglichst viel vom Spiel haben und dann nicht einfach so durchrushen, das muss ja auch nicht sein. Denn Mass Effect 2 ist genauso wie der erste Teil ein verdammt gutes Spiel, meiner Meinung nach. Jeder kann da seine Meinung drüber haben. Meiner Meinung nach ist es ist ein verdammt gutes Spiel und da will ich natürlich auch so viel wie möglich von mitnehmen. Und ich hoffe, das gefällt euch auch, das trifft auf eure Zustimmung. Wenn ja, abonnieren und Daumen rauf geben und mal vielleicht einen kleinen Kommentar unten in die Kommentarbox hauen. Dann wisst ihr, dann könnt ihr da ein bisschen eure Kritik äußern, wenn sie gut formuliert ist und nicht einfach nur beleidigen. Das wisst ihr ja alles schon, brauche ich euch ja nicht nochmal erzählen. Ja, ich wünsche euch dann bis zur nächsten Folge alles Gute, einen schönen guten Morgen, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video gucken mögt und macht es gut. Bis zum nächsten Mal, euer Bugs. Tschüss.